Jo, hier ist Mr. Mike. Heute möchte ich mal über die Leidenschaft und die Liebe zum deutschen Basketball reden, die Bundesliga. Und da bin ich eigentlich der total Falsche, weil ich bin so einer von wahrscheinlich sehr, sehr vielen, die mit der Bundesliga eigentlich nichts am Hut haben, die sich einfach nicht für die Bundesliga interessieren. Und das merke ich auch so, zum Beispiel jetzt auf den, bei den ganzen deutschsprachigen YouTubern, die alle nur über die NBA berichten, weil sie halt einfach ja, keine Lust auf die Bundesliga haben, frage ich mich auch, ja, es ist schon irgendwie krass, ich rede jetzt aber von mir aus, es ist krass, ich bin halt nur geil auf die NBA, das sind die besten Basketballspiele der ganzen Welt, ist ja so gesehen auch verständlich so in der Hinsicht, aber ich weiß nicht, was von meiner eigenen Haustür so in der Art gespielt wird, ne? Weil Bundesliga, weiß ich nicht, das hat mich nie so gejuckt, wenn ich was gesehen habe, ja, war es halt nicht so spektakulär, weiß ich nicht, aber jetzt so für einen Deutschen an sich, der jetzt aus einer Großstadt kommt, aus einer Basketballstadt zum Beispiel, wie Bamberg zum Beispiel, die Brose Baskets Bamberg. Und da bin ich erst jetzt auf das Thema eigentlich erst wieder gekommen, so richtig, weil mir hat nämlich einer einen Kommentar da gelassen unter dem Video und er hat gemeint, ja, er ist so ein altes Baujahr. Und ich habe gedacht, ja, ey, wie alt bist denn du um den Dreh rum? Du kannst doch nicht so alt sein. Hat er gemeint, ja, er wird jetzt dieses Jahr am 14. Dezember 2017 50 Jahre alt. Das ist der Christian. Das ist schon echt krass. Ich glaube, es ist einer meiner ältesten Abonnenten. Also wenn noch einer älter ist, lasst mir einen Kommentar da. Das würde mich echt sehr interessieren. Ja, und dann hat er halt so ein bisschen geschrieben, weil er halt leidenschaftlicher Filmer ist und dann auch ein riesengroßer Bamberg-Fan. Hat er auch gesagt, wenn man Bamberg aufwächst und da lebt, Basketball ist, dann wird man damit reingezogen. Ne? Und das ist halt so eine Sache, das können Außenstehende so, wie ich zum Beispiel, überhaupt nicht verstehen. Ich komme aus einem kleinen Dorf mit 1000 Einwohnern. Bei uns gab es in der Nähe überhaupt kein Team. FC Bayern Basketball gab es damals noch nicht so in der Größe oder überhaupt, also habe ich auf jeden Fall nichts mitbekommen. Die waren auf jeden Fall nicht in der Bundesliga und so. Aber ja, wenn ich so an Ulm denke, Bamberg, Berlin, ja, jetzt zum Beispiel die Hamburg Towers, auch gut am Start. Das sind doch schon so, ja, die wachsen so langsam leise vor sich hin. Ab und zu lese ich mal was raus, so auf Facebook und so, YouTube eigentlich überhaupt nicht. DBB habe ich zwar mal abonniert, aber interessiert mich jetzt nicht so. Und ich habe auch mal ein Video gemacht über die Fans aus Deutschland, weil ich das halt einfach nicht kapiert habe, zum Beispiel, wenn man mit Trommeln zu einem Basketballspiel geht. Ne? Habe ich halt, das verstehe ich persönlich so in der Art nicht. Wieso kauft man sich eine Trommel, geht da hin und trommelt? Es ist ohne Ende laut und das hat mich persönlich immer ohne Ende gestört, wenn ich jetzt mir mal ein Spiel angeguckt habe und dann hat jemand getrommelt. Also ich musste mir echt irgendwas in die Ohren tun, weil ich habe eh schon Tinnitus. Andere Geschichte. Aber ja, es tut mir echt in den Ohren weh und ich konnte es einfach nicht verstehen, wie man da so mit so einer Leidenschaft reingehen kann und sein Team anfeuern will. Aber das ist dieses, ja, mittlerweile kann ich das schon so ein bisschen verstehen, meine, die feiern halt ihr Team an, ne? Die geben da alles, deshalb kaufen sie sich auch die Trommeln, weil sie echt, ja, anspornen wollen, das gegnerische Team verunsichern wollen und es ist aber trotzdem eine eigene Welt. Das kannst du als Außenstehender so nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen, wie ich zum Beispiel, ne? Aber trotzdem verstehe ich es auch, ja, die gehen da irgendwie so mit Stolz rein. Also, ja, vielleicht Stolz ist ein anderes falsches Wort, aber die gehen da einfach hin und feiern ihr Heimteam an. Es ist ihre Stadt, es ist ihr Team und die wollen, dass das Team jetzt hier gewinnt. Deshalb sind sie hier am Start, deshalb schreien sie sich und trommeln sich die Seele aus dem Leib oder was weiß ich und wisst ihr selber. Und das ist halt schon krass. Und da gibt es halt doch einige. Deshalb gibt es auch immer diese Trommler und überhaupt. Und ja, deutscher Basketball so an sich, er wächst vor sich hin. Christian hat mir auch hier echt krass viel geschrieben, wie er das so sieht, wie sich das für sich mitentwickelt hat. Und Christian ist auch ein leidenschaftlicher Filmer und hat echt ein paar richtig krasse, professionelle, sehr, sehr professionelle Filme über sein Team, die Bamberg Baskets, gemacht. Und das müsst ihr euch echt mal angucken. Das ist echt sehr interessant. Und vor allem, man merkt, er hat sich so viel Zeit dafür genommen. Er hat so viel Zeit in diese Videos investiert. Das ist echt unglaublich. Und für diese viele Zeit und für die viel Leidenschaft, wo er da reingesteckt haben, die viele Liebe, haben die Videos viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und viel zu wenig Klicks und deshalb schicke ich euch mal auf seinen Kanal, guckt euch das an, vor allem wenn ihr aus Bamberg seid und ihr kennt diese Videos und ihr nicht, dann wird euch da wahrscheinlich ein Herz aufgehen, viel mehr als mir, weil ich habe halt auch nicht so den Bezug dazu, aber trotzdem merke ich halt einfach so, es ist so eine unglaubliche Leidenschaft und Liebe, was er da reinsteckt, das ist echt krass.
Und da gibt es bestimmt viele weitere Leute, die auch so energisch für ihr Heimteam sind, egal wo du jetzt bist, München, für die Bayern, Berlin, für Alba Berlin, egal wo du bist, in welcher Stadt, ja, oder in einem kleinen Dörfchen, wo vielleicht schon eine Heimliga ist und du gehst zu jedem Spiel in der Bauernliga. Es ist eigentlich egal, welche Liga, aber du feierst dein eigenes Team an. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine Sache. Und ja, jetzt so wir. Zähle ich mich immer mal ein, so die NBA-Fans, ja, wir gehen ja zu keinen Spielen, wir gucken es nur im Fernsehen so immer so ein bisschen, aber so wirklich energisch verfolgen oder damit Trommeln hingehen, wisst ihr, so, es ist schon ein anderes Level von Leidenschaft, würde ich sagen. Und das ist so, ist eine krasse Sache. Und ich habe auch mal öfter schon gehört, dass viele zum Beispiel deutschen Basketball oder den europäischen Basketball bevorzugen. Vergleiche es aber mit den Fans, weil halt die Fans einfach viel mehr Leidenschaft da reinstecken, wisst ihr. Das habe ich auch oft gemerkt, wenn ich in Amerika bei Spielen war oder man sieht es auch im Fernsehen, in Streams zum Beispiel. Die Heimmannschaft zum Beispiel ist mit 30 Punkten hinten. Das Heimteam, die Heimfans sehen schon, okay, da ist nichts mehr zu machen. Die fahren alle im vierten Viertel nach Hause. Ohne Witz, die fahren nach Hause, wenn es sicher ist, nee, kann man nicht mehr gewinnen. Ja, da kann man eher noch früher rauskommen, weil es noch nicht so viel Stau, noch nicht so ein Chaos vor den Hallen und so. Und die hauen dann einfach ab. Weh, das Blatt wendet sich dann und die verlieren dann noch, also gewinnen dann noch. Das ist dann wieder eine andere Sache. Da gab es auch schon krasse Stories, die wurden dann nicht mehr in die Halle gelassen, aber zu Recht. Aber ja, wisst ihr, und so ein Fan, der mit einer Trommel da am Start ist, der würde bestimmt niemals vorzeitig das Spielfeld verlassen. Der würde immer noch Vollgas weiter trommeln, bis dieses Spiel abgepfiffen worden ist, dass sie wirklich verloren haben und dann auch noch. Ja, den Kopf nicht hängen lassen, zum nächsten Spiel weitermachen, man müsste so positives denken, aber so, ja, das ist wirklich ein krasser Unterschied von Fans, wisst ihr? Du kannst so einen Fan, glaube ich, der wo in seiner Heimatstadt sein Heimteam anfeuert, nicht mit einem Fan vergleichen, der jetzt so, ja, zum Beispiel ich, Clippers-Fan, kannst du nicht vergleichen, das ist eine ganz andere Leidenschaft, das ist so. Und deshalb sage ich, check den Kanal echt aus von Christian, check die Videos aus, vor allem wenn ihr deutscher Basketballfan seid oder sogar aus Bamberg seid und ihr kennt diesen Kanal nicht und diese Videos dann echt, dann wird euch echt ein Herz aufgehen. Ich schwör's euch. Richtig gut. Richtig gut. Ja, und vor allem für diese Liebe und Leidenschaft. Das ist einfach geil. Das ist geil. Ja, und auch krass, dass er mich guckt dann so in dem Sinne. Aber so echt, da fühle ich mich auch geehrt, wisst ihr? Ist so ein leidenschaftlicher Bundesliga-Fan und guckt dann meine Pepperlitzchen-Videos und so. Ja, das ist krass. Also fühle ich mich auch geehrt. Das ist schon cool. Ja. Und das zum 50. Geburtstag, ne? Vergesst ja nicht, am 14. Dezember hat er Geburtstag. Gibt dem Hashtag alles Gute oder gratuliert ihm einfach so und würde sich auf jeden Fall freuen. Und hat er verdient. Bei so viel Liebe für Basketball würden nur halb so viele Menschen so viel Liebe in Basketball stecken wie er. Wäre Deutschland Basketball Weltstadt, Weltland. Es ist, da könnten wir mit Fußball konkurrieren auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt eine andere Sache, ne? Wie gesagt, ich hatte nie ein Heimteam, wo ich echt so dabei war. Hattet ihr so ein Heimteam? Seid ihr irgendwie Ulm, Hamburg, was weiß ich? Habt ihr ein Heimteam? Dann gebt mir da einen Kommentar. Es würde mich auch sehr interessieren, wie viele überhaupt die Bundesliga gucken. Ich lese nur ganz, ganz wenige Kommentare, die sagen, mach doch mal über die Bundesliga was. Das ist echt sehr wenig. Egal, auch auf anderen deutschen YouTube-Kanälen lese ich das echt so selten, aber es gibt sie. Und die gehen auf YouTube total runter, weil, ja, es ist halt. Sind zu wenig. Das sind noch weniger. NBA-Fans gibt es viele da draußen, aber deutsche Basketball-Bundesliga-Fans gibt es sehr, sehr wenige. Ist mir schon aufgefallen. Die haben es echt nicht leicht. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, Feedback geben, Liebe zeigen, geht rüber zu Christian, Abo dalassen, Videos gucken und ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Bö.